Seit wann gibt es Schuluniformen? Dans quel pays le port de l'uniforme est obligatoire? In großen Teilen der Welt hat das Tragen einer Schuluniform eine lange Tradition. So in Mittel- und Südamerika, Afrika, Asien und Australien. In den meisten Ländern Europas und Nordamerikas weniger. Nur in Großbritannien. Dort ist die Schuluniform seit dem 16. Jahrhundert Pflicht. Japan ist ebenfalls für seine einheitliche Schulkleidung ab der Oberstufe bekannt. In Russland wurde die Uniform 2013 wieder zur Pflicht, nachdem sie etwa 20 Jahre zuvor abgeschafft wurde. In manchen Ländern gibt es zwar keine Schuluniform, aber strenge Vorschriften, was SchülerInnen zu tragen haben. Zum Beispiel in Frankreich. Dort wurden erst vor kurzem traditionelle muslimische Kleider in Schulen verboten. À quoi ressemble un uniforme scolaire? Wer entscheidet, wie die Schuluniformen aussehen? Qu'est-ce qu'on fait quand on n'aime pas l'uniforme? Wie eine Uniform aussieht, ist von Schule zu Schule unterschiedlich. In Großbritannien tragen die Mädchen traditionell Bluse, Rock und Strümpfe, die Jungs Hemd mit Krawatte und Stoffhose. Doch das ist längst nicht mehr überall der Fall. Wie die Uniform jedoch genau aussieht und in welcher Farbe sie ist, entscheidet meist die Schule. Fast immer befindet sich ein Schulwappen auf der Brust. In manchen Fällen haben die SchülerInnen sogar Mitspracherecht, so wie an dieser französischen Oberschule. Wem die Uniform trotzdem nicht gefällt, hat leider Pech gehabt. L'uniforme scolaire, à quoi ça sert? Est-ce que les uniformes peuvent aider contre l'exclusion? In der Theorie soll die Uniform die sozialen Unterschiede der SchülerInnen weniger sichtbar machen und so das Gemeinschaftsgefühl und den Zusammenhalt der Klasse verbessern. Doch die Realität ist eine andere. Zwar stärkt die Uniform die Einheit innerhalb einer Schule, trägt aber zur Abgrenzung von anderen Schulen bei. Und statt über die Kleidung vergleichen sich die SchülerInnen über andere Statussymbole wie Rucksäcke oder Smartphones. Auch Mobbing existiert noch an Schulen, die Einheitskleidung eingeführt haben. Ein weiterer Kritikpunkt ist, dass durch die Uniform ein Stück Freiheit und auch eine Ausdrucksmöglichkeit für Kinder und Jugendliche verloren geht.